Hallihallo, Hallöchen, Leute, und herzlich willkommen zurück bei Tomb Raider. Wir hatten da oben noch ein Grab gehabt und haben jetzt die Kletteraxt bekommen, weswegen wir durchaus in der Lage sein werden, mal ein bisschen in dem Grab uns umzuschauen. Da sollen wir zwar von der Hauptquest her nicht hin, oder? Ich glaube, von der Hauptquest aus her sollen wir jetzt zu diesem Funkturm versuchen, irgendwie ein Signal zu senden, damit jemand uns rettet. Wobei ja jeder auch dieses Szenario vielleicht schon aus Spielen wie Until Dawn und so weiter kennt. Das wird vielleicht nicht hundertprozentig so klappen, wie man sich das vorstellt. Okay, ich schätze einfach mal, ich muss jetzt nochmal den gleichen Weg gehen, den wir hier schon mal angelaufen sind. So, ach so. Ah, okay. Warte, aber das ist hier keine zerklüftete Wand, ne? Das hier ist eine zerklüftete Wand, glaube ich, ja. Die können wir jetzt auf diese Weise hochklettern, okay. Ah, warte mal, ach so, nee, warte mal. Das will ich aber noch nicht. Da geht's nämlich weiter, ne? Ah, okay. Und hier kommen wir jetzt hier rüber. Hier ist Bergungsgut. Und irgendwo war ja auch, ja, da hinten. Da hinten müssen wir auch noch hin. Weil von der Seite aus können wir auch noch Bergungsgut runterfallen lassen. Bloß das. Das habe ich noch nicht so ganz gerafft, wie wir an dieses Bergungsgut daran kommen. Wahrscheinlich, wenn wir das Ding aktivieren, dann geht's irgendwie, aber wie wir das Ding aktivieren, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das gehört jetzt auch nicht zu den 100% meiner Meinung nach. Also jetzt auch wirklich jedes Bergungsgut hier zu holen. Ich versuche natürlich so viel wie möglich zu holen, damit wir halt schnell die Fähigkeiten-Upgrades machen können. Aber wenn nicht, dann nicht. Nicht so mega dramatisch jetzt. So, jetzt bin ich schon wieder hier hochgeklettert, obwohl wir eigentlich noch nicht hier hin wollten, glaube ich, ne? Ja, aber warte mal, wo ist denn jetzt diese Höhle gewesen? Oder komme ich da jetzt nicht mehr rein? Wird das jetzt versperrt, oder was? War das nicht genau hier irgendwie? Mit diesem Wasserfall da? Da unten war das, ne? War das nicht da unten? Ich dachte, das wäre genau hier gewesen, tatsächlich. Aber hier ist es nicht. Darunter wollen wir nicht. Nee, da ist es, ne? Das ist schon da oben, aber da blockiert jetzt was. Es sei denn, ich kann hier innen drin. Aber nee, innen, nee, nee, nee. Das funktioniert nicht. Komm schon, ich habe jetzt die Kletteraxt. Ich will da jetzt hin. Oder war das nicht hier? Ja, ganz kleines bisschen verwirrt jetzt gerade. Ich laufe einfach mal weiter erstmal. Ja, komm hoch da, oder nicht? Kannst du da nicht hoch? Ach so. Aber hier sind wir schon zu weit. Gräber. Erkunden Sie... Ach nee, es war hier. Um geheime Belohnungen zu entdecken. Das war hier, okay. Falscher Wasserfall. Hier war das. Gut, okay. Wunderbar. Denn genau hier kommen wir jetzt auch mit dem Ding hoch. Und schätzen wir, das wird teilweise der Grund sein, warum das Spiel Tomb Raider heißt, nicht wahr? Oh Gott, ist das dunkel hier drin. Ach du Scheiße. Ah, da das hier das allererste Grab ist, schätze ich mal, das ist vielleicht so ein kleines Tutorial-Grab. Und erst in den späteren wird es dann richtig abgehen. Aha. Hier haben wir wieder ein Lager. Können wir uns auch gleich ransetzen, denn wir haben ja noch einen Fähigkeitspunkt.
So, und was war jetzt da das Beste? Ich meine, das hier haben wir schon, ne? Kann man das nochmal? Das kann man auch nicht nochmal machen, ne? Das kann man nur einmal machen. So, dann würde ich jetzt wirklich sagen, der sichere Schuss. Jetzt machen wir den sicheren Schuss. Wir müssen dann doppelt so lange aufladen, aber das wird ja in Zeit, während wir den Bogen anspannen, ist ja in Zeitlupe alles andere. Und dann macht es aber auch wahrscheinlich doppelt so viel Schaden oder irgendwie so. Das wird sich also auf jeden Fall lohnen. So, da ist wieder so. Ach so. Ich verstehe, glaube ich, wo das. Ich verstehe es, glaube ich. Ja. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Hier geht die Fackel wieder aus und ab hier beginnt jetzt ein Rätsel, ne? Und das ist wahrscheinlich in jedem Grab, gibt es am Ende irgendwie so ein Rätsel. Mord. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Es gibt mit Sicherheit jetzt immer so ein Rätsel. In jeder dieser Gräber. So, da oben muss ich hin, ja? Aber da ist auch eine Kletterwand, da könnte ich auch einfach ranspringen, oder nicht? Okay, wait a second. Ja, das wollte ich nicht. Da komme ich da nicht hoch? Doch. Ich will die Dinger anzünden. Ach so, das ist aber nur Bergungsgut, oder wie? Hä? Lol, was? Was? Was ist denn da passiert? Das Ding überschlägt sich einfach mal. Hä? Ach so, was war denn jetzt in diesen Dingern drin? Gar nichts? War das nur dafür da, dass das Ding nicht so weit nach unten kippt? Ich hätte gedacht, da droppt jetzt irgendwie was raus. Okay, wir haben jetzt weniger Gewicht. Ah, okay. Weil jetzt kann ich nämlich bestimmt da ranspringen, oder? Ist das Rätsels Lösung jetzt gewesen? Aber wofür? Ja, das Ding ist nur für das andere Gewicht, ne? Aber den hier kann. Ah, okay. Jetzt. Jetzt können wir ranspringen. Mit Sicherheit geht's jetzt. Das war mit Sicherheit jetzt das Rätsels Lösung, so. Okay, vielleicht auch nicht. Wieso denn nicht? Wieso kann ich denn da nicht einfach. Wieso nicht? Aber. Hm? Ach so, ich muss. Doch, es geht. Ich muss aber sofort in der Luft E drücken. Da gibt es keine Anzeige. Ich dachte, da kommt er nochmal irgendwie. Drücken Sie dann jetzt E wieder. Am Ende eines jeden Grabes könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut gibt's worden. Gibt es auch natürlich eine Belohnung, ein kleines Schätzchen. Oh yeah. Nimm dir alles raus, was da drin liegt. Alles. Kluges Köpfchen. Erklimmen Sie den Wasserfall. Okay. Wie gesagt, da oben links kommt jetzt wieder, ich soll mir irgendwas ansehen. Ich weiß aber nicht genau, was. Dokumente. Reliquien. Achso, Reliquien wahrscheinlich, ne? Ausrüstung. Na, wir haben auf jeden Fall irgendwie so einen goldenen Pokal, glaube ich, bekommen. Also so eine. Okay, jetzt können wir auch mit der Seilrutsche fahren. So einen goldenen Gegenstand auf jeden Fall. Ich weiß nicht genau, wofür die da sind. Vielleicht kann ich sie für Upgrades benutzen. Auf jeden Fall haben wir wieder einen Fähigkeitspunkt. Weil wir dadurch ziemlich viel EP gekriegt haben. So, die beiden anderen haben wir ja. Das heißt, ich kann jetzt nur noch hier weiter upgraden. Zusätzliches Bergungsgut aus Kisten und anderen Quellen. Hört sich für mich wie eine gute Idee an. Denn damit wiederum können wir Ausrüstung upgraden. Das ich jetzt auch mal gleich machen werde. Also, Bogen-Upgrades. Upgrade für die Waffe. Und Upgrades für die Ausrüstung. Aber was bringt mir das? Sodass sie zum Bedienen von Kobeln tauglich ist. Ja, das habe ich. Ach so, okay. Das eine Upgrade haben wir schon gemacht. Ja,
Bei dem Bogen gibt es nicht so viele Upgrades. Dann würde ich sagen, machen wir das zweite Upgrade vom Bogen auch einfach gleich nochmal. Zack. Dann haben wir den Bogen jetzt voll und dann gehen wir jetzt weiter auf die Schusswaffe. Weil es gibt ja jetzt nichts anderes mehr, was wir noch upgraden könnten. Es sei denn, da kommt dann noch irgendwie eine andere Ausrüstung dazu. Aber okay, wunderbar. Das war das erste Grab. Gefällt mir gut, das Prinzip. Wie ich schon sagte, ich habe richtig Bock auf die Reihe. Wir werden natürlich dann die anderen Teile auch noch nacheinander spielen. Zwischendurch kommt noch ein anderes Projekt, wenn wir mit Tomb Raider fertig sind. Aber nach und nach spielen wir alle Teile von Tomb Raider. Das mit der Karte wusste ich natürlich schon. Ne? Da wundert es mich, dass jetzt erst dieser Hinweis kommt. Drücken Sie Tab, um die Karte zeigen zu lassen. Ne? Ich benutze die ja die ganze Zeit schon. So. Erklimmen Sie den Wasserfall. Und ich glaube, jetzt haben wir auch alles. Jetzt haben wir auch, glaube ich, eh alles. Das heißt, jetzt können wir wirklich den Wasserfall erklimmen. Okay, das war doof. Irgendwie hier hoch, ne? Das sieht schon mal richtig aus. Warum diese Musik? Diese spannende Musik. Oh Gott. Okay. Hat funktioniert. Oh Gott. So weit rauf schafft's niemand. Genau. Nein, wir warten den Sturm ab. Wachsam bleiben. Gehen wir rein. Wunderbar. Der Bogen ist halt echt geil. Der Bogen ist echt nice. Ich meine, die Waffe natürlich auch. Die ist dann nice, wenn wir entdeckt werden. Aber der Bogen. Ich bin da sowieso ein richtiger Bogen-Fan, ne? Das hat man ja in so vielen Let's Plays jetzt schon gemerkt, dass ich sehr, sehr gerne mit Bogen spiele. Immer wenn es geht, am besten. Ja, damit. Ja, mit den Bergungsgütern. Alles meins. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar, Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Da jetzt noch aufnehmen. Achso, Pfeile. Ja, damit. Können wir mittlerweile schon 30 Pfeile tragen? Aber das waren, glaube ich, vorher schon 30, ne? Seit dem Upgrade. So, da oben ist noch was. Da rutsche ich runter, da muss ich aufpassen. Da kann ich doch einfach rüberspringen, oder? Muss ich nicht das Ding benutzen? Einfach ein bisschen Jump'n'Run-Style hier machen. Da habe ich jetzt keine Fackel hier. Achso, aber hier kann ich mir noch eine. Kann ich mir hier eine anzünden? Ja. Das mit dem Wasser. Das mit diesem einen Bergungsgut. Also zwei Bergungsgüter haben wir nicht mitgenommen, ne? Von dieser Anfangs-Area da. Wie gesagt, jetzt nicht so mega schlimm.
finden hier mit Sicherheit genug, dass wir die Upgrades irgendwie auch so hinkriegen. So. Ah, okay. Jetzt sehe ich auch schon, wo es weitergeht. Oh Gott. Sehe ich nicht. Es war schlecht. Ach so, aber daran, richtig? Muss ich daran? Ja. Bin ich aber nicht durch. Okay. Dann kann es ja eigentlich nur hier weitergehen. Holy shit, sowas habe ich mir fast schon gedacht. Was wäre, wenn ich das Quicktime-Event nicht geschafft hätte? Wäre ich einfach gestorben? Weil jetzt ist die Brücke ja im Arsch. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Hey, aufpassen, ein Eindringling! Bitte! Das muss alles nicht sein! Das wollte ich eigentlich nicht, Jungs, aber ihr habt mir keine Wahl gelassen. Das Schubsen ist also für Feinde da, okay. Ich hätte gar nicht gedacht, dass wenn ich mit der Seilbahn fahre, vor allem weil der Tipp auch da stand, ne? Drücke jetzt Leertaste, um zu springen, haben sie doch mit Absicht gemacht. Weil hier gleich wieder Gagen da kommen. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich schon, weil hier nämlich ein Lagerfeuer ist. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Dann hat das ja wohl auch was Gutes gehabt, wenn du nicht mehr trinkst. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, Cut, Cut, Cut! Cut.
Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zielen auf mich. Cool gemacht, dass man einfach zwischendurch immer noch mal so ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen kann. Und dann wacht man wieder in der Realität auf, wo es richtig fett regnet und man hier einsam am Feuer sitzt. Okay. Ich hoffe, das hat sich nochmal abgespeichert, aber ich denke mal schon. Und dann danke fürs Einschalten, Leute. Wir sehen uns an der Stelle wieder. Bis dahin und ciao.